bleibt die Frage, die Spannung steigt, wer hat den denn ein? Moment. So, wir sehen schon, ganz ernsthaft. Das ist natürlich was für mich. Also ich habe gesagt, ich möchte auch eine Schallplatte für mich haben. In der Vinylscheibe drin in der Verpackung liegt die CD. Also die CD auch. Für die, die Schallplatten auch anhören möchten, nicht nur ins Regal schon, liegt auch eine CD bei. Also Vinyl heißt Vinyl plus CD als Beigabe. Ich habe gehört, es soll auch solche anachronistischen Geräte geben, mit denen man Vinylscheiben abspielen kann. Hab ich, aber es ist so. So eine Nadelbebel hochgekratzt. Kommen wir zu Platz 1. Zu Platz 1. Ich kann sagen, ich kann es erraten. Ihr könnt es auch gerne. Also Galaxy Adventures, ne? Genau. So, so hieß das Werk. Also, ich muss sagen. Eines Filmes von Markus Rosenmüller teilzunehmen, der derzeit wieder an einem Kinofilm arbeitet. Nee. Sein Kinofilm kommt ins Kino. Der Kinofilm Rosenmüller ist der, der mich zu Perry brachte und mein Partner seit langer Zeit. Und am 6. Oktober ist sein Film im Kino Wunderkind. Ein wirklich schöner Film, kleiner, schöner Film. Kann ich sehr empfehlen. Aber Markus dreht im Blick einen Film schon wieder wie immer. Markus dreht ständig, also insofern gibt es da keine Probleme. Der ist ständig, der dreht immer. Da kommt es auf jeden Fall. Gibt es nächstes Jahr? Ich denke, das werden Sie sich sogar aussuchen, welchen Sie denn begleiten wollen im nächsten Jahr. Okay, nochmal einen Applaus für Dennis Florian. Gemacht hast, wie du es geplant hast, wie lange es gedauert hast und so weiter und so fort. Ja, also, wie war die erste Frage? Wie lange das gedauert hat, also 5 Monate insgesamt. 5 Monate, ja. Wie lange hast du gedreht? Gedreht auf 5 Monate in Abständen.
immer. Erstmal Einzelbands gedreht, geschnitten, gesehen, Composing gearbeitet, also die Hintergründe und so. Und ja, insgesamt 5 Monate. War das ein digitales Set? Das war alles digital, ja. Also praktisch alles wurde im Bluescreen gedreht. Also, deswegen, es war unheimlich interessant zu sehen, weil es unheimlich nur ein Trend ist, schnell Science-Fiction-Sets zu machen, weil du unheimlich viel Kontrolle hast. Und in dem Fall halt auch, weil du mit allen Sachen selber drin bist. Ja, richtig, ja. Das ist gut vom Stil. Wie kam es dann jetzt gerade hier zu den Perirodern? Wie ist die Verbindung Perirodern? Ich habe ja auch eine, weil die Herrschaften haben eine viel intensivere. Mhm. Wie ist die Verbindung zu dem Universum Perirodern? Eigentlich, ich habe Perirodern schon gehört, dass es Bücher gibt. Irgendwann im Internet habe ich dann von diesem Festival gehört. Und ja. Also, gelesen habe ich es nicht, Perry Rhodan. Ich dachte mir, ich mache es einfach. Und dann habe ich erstmal ein paar Hörspiele angehört von Perry Rhodan, um mich ein bisschen da Informationen zu sammeln. Zum Beispiel iranischer Präsident, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich dann alles so übernommen. Oh ja, dann kommt doch einfach zu den... Aber ich finde es interessant. Also. Ich denke wirklich, wenn man daraus eine Fernsehserie machen würde. Genau. Er könnte ja auch rein theoretisch morgen anfangen, eine neue Perry-Serie zu lesen. Genau. Ihnen her, vielen herzlichen Dank für die Vorjury, für die Jury, für die schöne Arbeit, vielen Dank für die ganzen Filmemacher und Filmemacherinnen, die sich beteiligt haben. Ich übergebe an meinen Lieblingsmoderator Mike, der jetzt auch noch die Abmoderation machen muss. Herzlichen Dank nochmal, Dennis. Vielen Dank an unsere Jury, die ich an dieser Stelle verabschieden und gleichzeitig begrüßen möchte. Für all die, die sich den nächsten Programmpunkt an dieser Stelle sparen möchten, mache ich jetzt genau 20 Sekunden Pause. Damit auch andere reinkommen.